da sind wir wieder im Spiel. Wie mache ich das nochmal, Klaas? Wie war das? Im Brennofen. Mit Kohle zusammen in den Brennofen, dann erhitzt du den auf 1000 Grad, wartest bis der Sand geschmolzen ist und ziehst dann Glas raus. Genau, einmal wir im Kreis rennen und überhaupt wissen, wo ist der Brennofen. Hinter dir. Nee. Da wird's wieder einer geben. Sarah, bist fertig? Kannst du jetzt auf das Haus, auf das große Haus da zugreifen, wo neben du stehst? Das Bauvorhaben von dem Haus? Brennofen. Kannst du hier drauf zugreifen? Also ein Gebäude errichten? Noch nicht, okay. Was könntest du denn nochmal machen? Wie hoch ist denn dein Mauern jetzt? Hast du einen Hammer dabei? Ja. Guck mal hier auf den Boden. Dann gehst du auf Mauerhandwerk, / bauen. Holst mal ein Stückchen runter und kannst du Steinmauern setzen? Okay, sehr gut, dann komm mal mit. Drei Balken sind schon drin. Was habe ich, kann ich mehr tragen als ein Balken? Warum nimmst du nicht den Dings mit? Ein Wagen? Dann laufe ich langsam. Ja. Außer haben wir keinen leeren Wagen da. Geh mal hier in die Richtung. Auf die Karre, also stell dich auf die Karre und planier auf die Karre, dann musst du nur zweimal abgraben. Hier auf die stellen, hier hinstellen. Und hier rüber planieren. Hier hingucken und hier. Genau. Das ist schon nur zweimal abgeraden. Braucht das so lange? Ja. Und noch einmal noch. Dann ist sie platt. Genau, und jetzt stellst du auf den hier eine Steinmauer.
Hast du eine Spitzhacke dabei? Kriegst du meine? 7 breit. Auf 9. Gehst du mit der Spitzhacke sozusagen hier rein, holst hier hinten den Stein raus, immer vorwärts graben. Da wo eine Steinwand ist halt, das hier ist eine Steinwand, daneben ist eine Erdewand. Da kriegst du natürlich keinen Stein, da kriegst du nur Erde. Und dann machst du 600 Steine immer draußen rein, klopfst die in die Wand rein. Wenn die 600 Steine voll sind, reißt du die Wand wieder nieder und setzt die nächste Steinwand hin und machst das wieder. Bist du quasi dann auch auf 90. Mach mal bis 90 hoch am besten. Und dann kannst du auf jeden Fall in den Bau reingucken und auch in alle anderen Bauten. Was haltet ihr davon, wenn ihr das hier oben gegen Steinmauern austauscht? Sieht auf jeden Fall schicker aus. Ich habe überlegt, ob da Steinmauern hin sollen. Steinmauerchen kannst du hier hin. Aber dann musst du hier planieren, weil auf die Schräge geht das anscheinend nicht. Ja. Nee. Das ist leider so. Dann müsstet ihr hier quasi. Also du kannst ja nicht mehr abwärts graben hier, weil da ja oben was steht. Heißt, du musst die Höhe annehmen von dem, was hier steht. Fängst du von hier aus an, im Endeffekt mit Schnee, weil Schnee nicht abrutscht. Legst den hier drauf, ein. Legst einen hier drauf, legst einen hier drauf und legst zwei hier drauf. Im Endeffekt habe ich das auch nur gemacht, um zu leveln. Dann musst du das da hinsetzen, mehr oder weniger. Probier ich nachher mal, wie wir das machen. Will da nicht mehr hier. Huhu, da sind ja schon 4 Balken drin. Ja. Ja. Für jeden Mitbewohner ein Balken. Ich wollte gerade sagen, das Grundgerüst steht. Jetzt muss ich mich aber ausruhen, jetzt habe ich auch viel geschafft. Eine Müdigkeit vortäuschen. Auch Philipp da ist, muss das Haus fertig sein.
ihn noch lange durchhalte. Wenn die auch den Feier machen. Später zumindest. Fit sind für den Kampf. Vier Stunden Schlaf reichen ja wohl, ne? War schon viel zu viel. Bei mir nicht. Denk die ganze Zeit, warum kann ich da nicht draufklicken zum Essen? Das sind ja die Kupfermünzen. Blöd. Merkt, ich sollte zu Bett. Aber hier ist irgendwas. Nimm lieber die Mauer. Guck mal, der hier bringt ja wenigstens 5 Balken ein. Und der hier könnte dir ganze 8 Balken einbringen. Den du da gerade fällst, der bringt dir maximal 2 Balken ein. Am besten nur ein Balken noch. Ja, das ist je nachdem von Quali halt, ne? Aber maximal kann der dir 2 bringen. Ich wollte gerade erstmal nicht die guten Qualitätsbäume wegnehmen. Gute Qualitätsbäume haben wir drüben in der Gilde, hier in der Burg drin. Aber hier unten ist auch nochmal einer guter, ne? Ja, so mal zwischendurch ein Wildwuchs ist klar, aber wir haben eigentlich die wichtigen Bäume alle auf 100. Denn hier die beiden hier sind gut hier. Bei den großen. Die haben 100er Quali. Ja, dann nimm die. Extra für das Haus? 12 Balken. 12 Balken pro. Okay. Aber gleich. Ein Fenster. Ja.
voll drauf, das Ding. Hau drauf, der Stoße. So. Ja, bin fertig. Ohne Axt komme ich hier nicht mehr weiter. Hier sind Bäume im Weg. Wie in deiner Mine oder was? Du buddelst doch nur, habe ich gehört. Ja, ich buddel aber den Berg ab. Betreibe wieder aktives Terraforming. Und zwar ist es ja so, dass wir oben ja eben umziehen. Und ich bekam zu dem Entschluss, dass es sinniger ist, bauen, was wir bauen wollen, wie wir es bauen wollen, und dann im Endeffekt so nach und nach eine Mauer drum zu ziehen und nicht erst eine Mauer ziehen und dann versuchen, da das zu füllen. Würde ich für meinen Teil, dementsprechend baue ich gerade mein Apartment, hatte ich was gesagt. Meine zwei großen Ställe, das ich große Lagerhaus. Ich sage nur, dass ihr angreifbar seid, wenn du keine Mauer drumherum hast und alle eure Hab und Gut da draußen steht. Nee, wir stellen ja noch nichts so rein. Wir legen die Baustellen. Wir graben und planieren und stellen Baustellen. Da ist ja noch nichts drin. Ach so, okay. Aber damit kannst du halt abschätzen, wann, wie, wo du viel Platz brauchst. Naja, verstehe. Also planlos mit Plan. So, Weg 1, 2, 3 gesperrt. 2 gesperrt, ab da habe ich theoretisch. Okay. 3x3 Felder. Ich würde ein lässiges Gewinn empfehlen. Siehst du mal. Das ist einfach ein Bike in deinem Namen. Du wirst eine Weile warten müssen, ehe du wieder ab mit dieser Hand arbeiten kannst. Okay, ich muss mich krank melden. Ich muss nach Hause. Alles gut, okay. Okay. Also, nur noch 194 Balken noch, geht noch. Okay. Ja, wenn ich das fertig habe, kann ich keine Balken mehr sehen danach. Das kenne ich, ja. Oh, edle Ritter, Sie haben ein Geschenk für mich? Ja, ich habe was für Sie. Ein Balken. Nein! Ab durch die ganze Map rennen. Das wird dann so enden, weißt du, wenn ich da die 200 Balken reingesetzt habe, dann will ich die nie wieder sehen. Ja, nach 6 Balken komme ich immer vorbei, nehme die raus und renne davon, dann lache ich doof. Oder kurz zum Schluss abreißen. Oh ja, das ist auch immer gut. Dann sind aber meine Fenster weg und dann gibt es richtig Ärger. Einmal falsch geklickt, opala, Haus abgerissen. Was soll ich denn sagen? 200 Balken geholt? Und ich habe den Sand geschaufelt für Fenster. Also ach, ich gut. Muss sagen, warte. Ich konnte jetzt den richtigen Karren ja hier. 300 Glas habe ich noch über. Kann noch ein paar Fenster craften. Aua. Und ich muss dazu sagen, ich habe keinen von diesen Glasscheiben selber gecraftet.
Okay, krass. Hingegen jede Burg, jeder Burg und jedes Dorf und jede Truhe ist während der JH nicht vor mir sicher. Alles, was ohne Claim ist, wird sowieso gelootet und was mit Claim ist und nicht ordentlich gesichert wird während der JH, tja. Welche ihr habt. Aber keine Sorge. Wir sind ja im Bündnis. 10 Fenster, 8 Türen, 120 Mörtel. Oh, stimmt, Mörtel brauchen wir ja auch noch. An der Stelle weiß ich gerade noch nicht. Ja, für Mörtel brauchst du aber Flussmittel, ne? Eine Dachpfanne gefunden? Eine Dachpfanne? Dachpfanne. Irgendwo hier liegen. Das ist hier drin. Aber ich weiß. Wieder da. Bibi. Sie. Ich dachte, sie denn drin waren. Dachziegel machst du mit Lehm und Wasser. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wo die. Nein, jetzt kein Runtime Error oder so ähnliches. Lass das. Wir haben 5 Uhr, Leute. Ah. Nein. Das ist ein Server Restart. Der automatische. Oh, stimmt, da war ja was. Nein, ich habe gerade meine Balken abgesägt. Ich stehe irgendwie im Wagen. Ich habe ein Standbild. Ich auch. Also solange du den Balken entweder A schon im Inventar hattest oder B noch am Sägen warst, ist ja nicht schlimm. Wenn du hingegen, so wie ich mal letzte Woche oder vor ein paar Tagen, da deine 150 Holzscheite auf dem Fußboden liegen hast, weil du selber schon überladen bist und die gleich in Karren packen willst, und dann der Server Restart kommt. Oder nee, der Serverabschluss um 2 Uhr war das nicht, ab Restart. Dann weißt du Bescheid. Doof, also ich hab's ja eben halt im Säckchen gehabt. Also im Säckchen auf dem Fußboden oder in der Tasche? Auf dem Fußboden. Dann ist weg. Nein! Bye-bye, fehlen uns. Ja, könnte sein, dass er noch da ist. Ich gehe davon aus, dass der Sack noch da ist, wenn er wiederkommt. Nach dem Server Restart, meinst du? Ja, ja. Auch wegen der. Wie lange dauert das jetzt? Maximal 5 Minuten, dann ist er wieder da. Ich wollte sagen, 2 Minuten im Normalfall. Na, der Testserver ist schon wieder da. So ist gar nicht mehr da gerade. Dann müsste jetzt in einer Minute wieder der andere da sein. Testserver? Testserver, ja. RP Dreamland.